Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir schauen jetzt einfach mal in den Item Shop rein, was hier so alles am Start ist. So, heute ist der Ravage Bag. Wir schauen jetzt einfach mal hier rein. Der Ravage ist natürlich ein mega geiler Emote. Mega geiler Skin, sorry Leute. Hammergeil. Angelehnt an den Raven Skin. Übel. Der kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den mega nice. Dann haben wir hier die Schwingen. Die sind auch richtig, richtig cool. Sehen auch sehr, sehr geil aus. Und das war auch, soweit ich das in Erinnerung habe, der erste Skin, der hier die Flugspuren hat. Ja. Also richtig, richtig, richtig geil, das Ding. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier die Iron Beak, Picke, auch Hammer. Richtig, richtig, richtig nice. Und die kriegt von mir auch 10 von 10. Ich finde die mega geil. Die ist richtig geil. Diese Picke ist nice. So. Ja, schauen wir doch mal, wie sind denn die Bewertungen von dem Ravage von eurer Seite aus gesehen? Gucken wir mal rein. 4,33 von 5. Ja, nice. Ich mir schon fast gedacht. Dann von der Iron Beak. 4,6 von 5. Auch richtig, richtig nice. Ja. Also auf jeden Fall sind wir da diesmal wieder einer Meinung. Coole Sache. Jo. So, dann geht's weiter. Jetzt hier raus. Und dann sind wir hier bei der Filet-Axt. Oder Filet-Axt. Geil mit so einem Sushi-Messer hier. Richtig geiles, scharfes Katana-Messer. Der sieht auch mega cool aus. Finde ich auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Der gebe ich auch. Also, da gebe ich 9 von 10. Ja. Ich finde die mega cool. Haben wir den Flying Fish. Den finde ich eigentlich ziemlich billig, muss ich sagen. Und der kriegt von mir nur 0 von 10. Dann haben wir den Sushi Master. Ja, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll, von dem Ding. Ist eigentlich ganz cool irgendwo, aber was hat er denn da unten für Schuhe? Ja, dem gebe ich mal. Da hinten hat er auch wirklich richtig Sushi drauf, ne? Ist schon nice. 6 von 10. So, dann schauen wir doch mal rein. Wie habt ihr denn überhaupt darüber abgestimmt? Fangen wir an mit der Filet-Ex. So, das ist das hier. Wow, 4,14 von 5 deckt sich in etwa mit dem, was ich ge gemeint habe. Dann haben wir ja diesen Flying Fish. Da habt ihr nur 2,57, also ja, seid ihr noch gnädig gewesen mit dem Ding. Und dann haben wir hier den Sushi Master. Und da habt ihr 3,35 von 5 draufgegeben. Also. Ja, das deckt sich auch diesmal in etwa mit dem, was ich mir gedacht habe. So. Ja, jetzt kommen wir zu einem geilen. Der Elektroschaffe. Ist ein relativ cooler Emote, dem gebe ich 8 von 10. Wie habt ihr denn darauf reagiert, auf den Elektro-Shuffle? Gucken wir doch mal da rein. Und das sind 4,38 von 5, kommt in etwa hin, deckt sich mit dem, was ich mir auch so dafür gedacht habe. So, dann haben wir die Spectra-X. Ja, und die erinnert mich eben an die Picke vom Omega und die fand ich auch richtig nice. Deswegen gebe ich dem Ding 7 von 10. Und dann gucken wir da mal,
Spectra X. Wie schaut's da aus? Fast 5. 4,75 von 5. Okay. Sogar noch besser, als ich das gedacht hätte. Wow. Okay. Alles klar. Cool. Hat ja eigentlich schon Geräusch. Genau. So, dann haben wir den Armadillo. Ja, ist natürlich, der Armadillo ist natürlich perfekt für die Wüstenlandschaft, ja, zum Tarnen. Also wenn ihr irgendwo bei Paradise da landet oder so, dann habt ihr hier den richtigen den richtigen Skin dafür. Deswegen, ja gut, es ist halt jetzt nicht so der Oberhammer, aber deswegen gebe ich ihm 6 von 10. So, dann gucken wir mal, wie sind denn eure Bewertungen dazu? 3,25 von 5. Alles klar. Dann kommen wir zum Gumdrop. Sorry Leute, aber darauf kann ich nur 0 Punkte geben. Also das Ding finde ich gräuselig, ja, aber ich lass mich auch gerne mal überraschen. Also, was habt ihr dazu gesagt? Ups. Das habt ihr nicht gesagt. So, 2,5 von 5. Okay. Also heute passt es ganz gut. Sind wir ungefähr einer Meinung. So. Ja, und der Wiggle bekommt von mir 7 von 10. Ich denke mal, der wird von eurer Seite aus gesehen viel, viel höher bewertet werden, glaube ich jetzt einfach mal, aber schauen wir doch mal. 3,67 von 5, das kommt ungefähr hin, alles klar. Jo, und dann den letzten, das ist der Skorpion, der weibliche Emote von dem, das weibliche Pendant zu dem Armadillo. Und dem Ding kann ich auch nur, ja, finde ich schlechter, muss ich sagen, als ihn. Finde ich schlechter als ihn und der gebe ich nur 5 von 10. Dann schauen wir mal. Wie habt ihr drüber? Wow. 4,65 von 5. Okay. Eine ganze Note besser als der andere. Naja, gut. Echt. Na gut. Also das war es jetzt hier vom Daily Shop Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir. Dem gleich. Bis dann. Tschüss.